Stay flippt mal wieder aus wegen Silvesterfeuerwerk und Dorfkinder. Was? Ja, wirklich. Ich hab's euch kurz mal zusammengeschnitten, damit ihr wisst, was ich meine. Für mehr Geschrei, schaut bei Stay vorbei. Feuerwerk Böller Buddies. Ah, es gibt wieder Feuerwerkseinkaufstouren von vollkommen beschungenen. Die fahren nachts, morgens um 4 fahren die los. Geil, die Leute, die vorm Aldi Schlange stehen wegen Feuerwerkskörpern. Ich kann mir keinen besseren Moment vorstellen. Krank. Oh, volle Solidarität mit Mitarbeitern und Arbeitnehmern bei Lidl, die sich mit der Scheiße rumschlagen müssen, Digga. Ach du Scheiße. Was ist denn euer beschissenes Problem? Bruder, ist doch okay. Mein Gott, wenn man in irgendeinen Kiosk geht und sich mal einen D-Böller holt, finde ich übelst wack, aber soll man machen. Darf man ja auch. Aber sich morgens um 6 vorm Lidl zu treffen, um in der Schlange zu stehen mit dem Einkaufswagen, damit man noch was abbekommt, habt ihr sie nicht alle oder was? Das ist doch nicht normal, Digga. Das ist doch nicht normal hier. Das gibt's doch nicht. Ich muss raus. Das gibt's doch nicht. Was ist das denn? Habt ihr nicht alle Latten am Zaun oder was? Digga, was? Bruder. Das ist einfach empty. Da ist einfach nichts mehr da. Ey, ganz ehrlich, wenn auch nur einer von den Leuten hier auf irgendeinem Facebook-Account mal wieder schreibt, Deutschland geht den Bach runter, die Grünen richten uns zugrunde, dann zeig ihm dieses beschissene Video. Weil so schlecht kann's nicht sein. Es kann nicht so schlecht sein. Was? Die stehen morgens um 6.30 Uhr beim Lidl an. Beim Lidl. Und rauben den aus. Die rauben den aus mit mehreren Einkaufswagen. Bruder, ich raste vollkommen aus. Denken die mal an die Bauern, wenn die hier ihr ganzes Geld für so ein paar Pyro-Sachen ausgeben? Während die Bauern leiden, kaufen die hier Pyro. Das ist ja auch frech. Da muss ja auch mal dran denken. Die Bauern, die Landwirte, die protestieren und die rennen in Lidl und holen sich den Schnack. Denkt da jemand mal an die Landwirte? Nee. Was? Wie zweiter Aldi? Ihr habt doch den Kofferraum voll. Warum denn zweiter Aldi? Baby, home. Oder die Jungs sind einfach in der Vergangenheit hängen geblieben. Wer singt denn in 2023 noch Justin Timberlake-Songs? Das sind die Jungs vom Dorf, Bruder. Ist das nicht Justin? Ist das nicht von Justin Timberlake? Bieber oder so? Das ist von Bieber? Warte mal. Nix gegen Dorfkinder, du Keck? Muss ich jetzt 20 Minuten warten, bevor ich denn antworte, weil du noch vorladen musst mit deinem Dorfinternet oder was? Soll ich mir eine Uhr stellen, wann das ankommt bei dir oder was? Warte mal, ich stell mir mal kurz einen Wecker. Was willst du denn von mir, Digga? Pass mal auf, dass ich eure einzige 5G-Antenne in 50 Kilometer Umkreis absäge. Ne? Dann ist aber ganz schnell vorbei. Dann guckst du den Stream hier nicht mehr. Ne? Irgendwo beneide ich diese Leute auch. Ich wünschte, ich hätte ein Leben, wo ich mich über so eine Scheiße freuen würde. Weißt du? Alles in meinem Leben wäre so ausgerichtet, dass ich am Ende des Jahres, zum 31., mich über sowas freuen würde. Weißt du, das ist ein Erlebnis, zum Lidl zu fahren und dreimal abzuschüttern. Das muss ja, Digga, das muss ja insane sein. Ich frag mich ja, ob Stay schon mal einen Supermarkt von innen gesehen hat. In der letzten Dezemberwoche. Das ist da Standard, dass da sowas alles weg ist. Also die Feuerwerkskörper. Da kriegt man am ersten Tag Mittag schon fast nichts mehr, beziehungsweise nur noch das, was halt nicht so der Knüller ist. Ja, die Supermärkte haben da nicht so viel vorrätig, weil Überraschung darf nur einmal im Jahr verkauft werden. Ansonsten bleibst du drauf sitzen. Heißt also vereinfacht gesagt, wer das Zeug will und vor allem das gute Zeug, der muss halt früh da sein, sich also anstellen, wenn der Laden aufmacht. Also in der DDR war das Standard, sich für alles Mögliche anstellen zu müssen, weil fast nie was da war. Und ich sag mal so, die ganze DDR war jetzt nicht krank deswegen. Nur die Regierung. Und ja, ich denke, die Lidl-Mitarbeiter sind eigentlich ganz froh über diese Böllerkäufer, die das sozusagen in Emrappel wegschaffen und dass sie dafür besser bezahlt werden als woanders. Ja, Unternehmen müssen Geld verdienen und ja, müssen Leute das für die verkaufen. Und ja, das passiert jeden Tag im Jahr, nicht nur bei Böllern. Und ja, da sind auch mal Kunden, die vielleicht eine blöde Frage haben und die musst du dann beantworten können, weil das ist Kundenberatung und dafür wird man dann bezahlt. Das Konzept dahinter heißt Arbeiten. Kennt eigentlich jeder, oder? Und naja, wer jetzt halt so nicht mit so Pyro-Leuten klarkommt oder halt mit blöden Fragen an der Supermarktkasse, okay, du kannst auch in Altenpflege arbeiten. Die fragen da nicht ganz so viel,
aber halt andere Sachen. Und ja, weil das nur einmal im Jahr ist und wenn dein Hobby dann noch Pyro-Böller-Kram ist, dann musst du halt das Geld sammeln für das ganze Jahr, um da das dann auszugeben. Und, Überraschung, du darfst auch nur an dem einen Tag, wenn der Jahreswechsel ist, Rumsdi-Bumsdi machen. Also vereinfacht gesagt natürlich. Und das sind alles Sachen, die man eigentlich so wissen kann oder sollte. Also ich wusste das schon als kleines Kind. Also ich war mit dabei, wenn meine Eltern im Supermarkt das gekauft haben und jedes Jahr dasselbe Theater. Das gute Zeug ist schon wohl weg. Na, nimm mal das hier, irgendwas müssen wir ja billern. Aber was ich wesentlich kurioser finde als sein, ja, übliches Geschreie und Beleidige, das ist, dass er auf einmal die Bauern in Schutz nimmt und sagt, wer denkt denn an die Bauern? Da muss man ja auch mal dran denken. Komisch, und dann beleidigt er die Leute da in dem Video als Dorfkinder. Bauern, wo wohnen die nochmal? Stimmt, auf dem Mond. Und auf dem Mond gibt es Monddörfer. Und da wohnen die Monddorfbauern und die haben... Ach nee, Quatsch, müssen wir gar nicht auf dem Mond. Ist auf der Erde auch so? Also, Bauern sind normalerweise in kleinen Städten beziehungsweise eigentlich eher Dörfern. Und diese Bauern haben tatsächlich auch Kinder und die nennt man, ja, üblicherweise Dorfkinder, weil sie ja vom Dorf sind. Und warum ist das jetzt was Schlechtes? Also, wie kann ich denn Bauern angeblich in Schutz nehmen? Also, ein Video zuvor hat er sie ja noch beleidigt und deren Demo als, beschissen bezeichnet. Aber gut, er hat sich da angeblich auch für sie eingesetzt. Aber jedenfalls, wenn ich hier Bauern in dem Video verteidige und dann aber ihre Kinder beleidige, irgendwie erschließt sich für mich kein logischer Zusammenhang. Aber okay, vielleicht hat Stay das vorher alles sich so zurechtgeschrieben und wollte hier so eine Art gewisse Ironie einbauen. Oder ist die vielleicht doch unfreiwillig, diese Ironie? Hat er das vielleicht nicht richtig durchdacht und einfach so pauschal losbeleidigt, ohne irgendwie nachzudenken? Kann das sein? Irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Ach, im Übrigen, im letzten Jahr hat man 180 Millionen für Böllerzeugs ausgegeben. Und das war ungefähr, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, ich glaube ungefähr 50 Millionen mehr als normalerweise üblich. Pi mal Daumen. Aber selbst diesen Wert von letzten Jahr, ja, die haben natürlich mehr gekauft, weil Corona durfte es ja nicht in der Art und Weise. Jedenfalls, wenn wir diese 80 Millionen nehmen und durch die Anzahl der Bevölkerung teilen, kommen wir nicht mehr auf 2,50 Euro pro Person. Also wenn zu mir jemand sagt, du hier, gib mir mal 2,50 Euro, dafür kannst du ja kostenlos alles Böllerzeug gucken und so, da würde ich doch sagen, das ist aber geschenkt. Das nehme ich doch. Wo muss ich unterschreiben? Tja, ist wohl eigentlich, wobei, 2,50 Euro, schon schwer teuer. Ich sag mal so, für 2,50 Euro kriegst du ja schon eine Playstation, oder? Oder doch nicht? Ich weiß nicht. Kenne mich mit Playstation nicht so aus. Im Übrigen darf man als Privatperson 50 Kilo Feuerwerk im Auto mitführen. Also bei so einer Kaufrauschtour könnte es sein, dass das dann doch schon ein bisschen zu viel ist in der Karre. Ach ja, und sogenannte D-Böller darf man natürlich nicht aus dem Kiosk rausverkaufen, sondern das müssen schon Räume sein, die man betreten kann. Was er wahrscheinlich meint, ist ein Späti. Aber ist kein Kiosk. Naja, bisschen Klugscheißen muss sein. Tja, und jetzt noch die Masterfrage. Wie umweltschädlich ist Feuerwerk? Didin, 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 didin. Falsch. 0,7% des Feinstaubs im Jahr wird durch Feuerwerk verursacht. Ist jetzt nicht ganz so viel. Und der CO2-Ausstoß, ja, da muss man ganz Panik schieben, der ist 0,00013. Also sehr verschwindend gering. Also dafür, dass man die Leute einmal im Jahr böllern lässt, ist das, denke ich, völlig okay. Und ja, ich bin so einer, der so wo lebt, wo ich mich echt über Böller freue. Also nicht diese Rumsdi-Rumsdi-Dinger, sondern was so optisch schön aussieht, so eine Batterien, was schön ist, nicht was einfach Krach macht. Und ja, mich nervt dieses Grumse jedes Jahr, klingt wie im Zweiten Weltkrieg.
Und es gibt auch schon viele gefährliche Situationen, die ich mitmachen musste, weil man da, ich sag mal, so durch Böllerbekloppte läuft. Aber deswegen hetze ich doch nicht allgemein gegen Feuerwerk und Leute, die Feuerwerk machen, so nach dem Prinzip, alles, sagen wir mal, Punkt, Punkt, Punkt. Ich will das jetzt nicht ausfüllen, das kann wer anders machen. Also ich habe irgendwie so diese absurde Vorstellung, wir haben so eine Art freies Land und auch so eine Demokratie und dass man ein bisschen Verständnis für andere aufbringt, auch ein bisschen Rücksicht und so weiter und so fort und dass man dann so sagt, mal im Jahr böllern die, lasst sie doch ruhig mal und ich darf auch noch kostenlos zugucken. Ja, also lasst doch mal die Kirche im Dorf. Aber okay, Dorf, da sind wir schon bei Dorfkinder und die sind ja minderwertig. Vielleicht ist das so eine Denkweise, die so manche Leute, die was gegen, oder massiv was gegen Böllerleute haben, die denken vielleicht nicht so. Aber gut, vielleicht ist ja das Hetzen gegen so Böllerleute die richtige schlaue Lösung, um dafür zu sorgen, dass weniger gekauft und weniger geböllert wird. Wo wird auch noch massiv gehetzt und dadurch haben die dann weniger Zulauf? Ach, die AfD, ja! Ständig irgendwie dies, das, jenes über die AfD, immer wieder Front, Front, Front und es haben jetzt wie viele? Ach so, die Zahlen steigen ja, okay. Ah, kein gutes Beispiel. Mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Aber gut, vielleicht ist es auch kein guter Vergleich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Hass und Hetze und Geschreie irgendwie nicht zum Erfolg führt. Ich meine, die militante Veganerin hat uns ja gerade erst vor kurzem gezeigt, wie man erfolgreich eine Schlägerei vor einem Zirkus provoziert. Mit ganz freundlichem Geschrei und Beleidigen. Aber vielleicht bin ja ich auch der Dumme, weil ich die komplexe, durchdachte, übermenschliche Logik hier einfach nicht verstehe. Ich muss wohl dumm sein. Weil wer schreit, ist natürlich schlauer. Und wer schreit, ist natürlich auch besser. Und wer beleidigt, ist natürlich auch viel besser. Scheint mir derzeit ein gängiges Motto zu sein, was überall gilt. Und es wird irgendwie immer besser und besser. Weil diese Leute ja so gut und so viel besser sind. Oder doch nicht?